Heute sind wir am Lac d'Annecy. Vor dem Rennen habe ich Dr. Schweiger von der Nordmilch getroffen, der das Team besucht. Jetzt wird's ernst. Gleich gehe ich hinter Fabian Wegmann im Teamwagen auf die Zeitfahrstrecke. Hier bereitet sich Johannes Fröhlinger gerade aufs Zeitfahren vor. Bist du gut im Zeitfahren? Nein, eigentlich ist es nicht gerade meine Spezialdisziplin. Deswegen habe ich auch nicht die größten Ambitionen heute. Und was ist das so für ein Gefühl, wenn man mal ganz alleine auf der Strecke ist? Oh, das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Man hat immer ja sehr viel Stress während der Tour und im Zeitfahren. Heute hat man seine Ruhe, kann alleine seinen Rhythmus fahren. Und ist das jetzt für dich angenehmer, als in den Bergen irgendwie was zu fahren? Oder so eine längere Strecke? Ja, hauptsächlich wegen der Distanz. Ich bin heute jetzt nur eine knappe Stunde unterwegs. Insofern ist es natürlich viel angenehmer als eine 5 oder 6 Stunden Bergetappe. Mhm. Und wie ist es jetzt? Wie lange fahrt ihr euch warm? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt auch auf die Ambition des Fahrers an. Ich fahre jetzt nur 20 Minuten. Aber wenn ich sehr ambitioniert in den Zeitfahren reingehe, fahre ich so ungefähr eine Stunde auf der Rolle. Habt ihr denn überhaupt noch Kraft, dann so 200 Kilometer danach zu fahren? Ja, es fällt jeden Tag schwer, aber jetzt ist das Ende in Sicht. Wir sind nur noch 3 Etappen nach heute und das werden wir sicher alle schaffen. Dankeschön und viel Erfolg. Danke. Nach dem Rennen habe ich Remy getroffen, einen Milram-Superfan aus Frankreich, der vom Team hierher eingeladen wurde. Im Zielbereich in Aubenas darf ich die Eurosport-Reporter in ihrer Kabine besuchen. Ich live im Fernsehen. Naja, immerhin meine Stimme. Hast du das erste Mal auf dem Rennrad gesetzt oder fährst du selbst im Training oder Rennen? Nee, also Rennen fahre ich jetzt nicht. Ich fahre hobbymäßig seit einem halben Jahr. Mit Rennrad auch? Ja. Genug gearbeitet für heute. Das Essen ruft. Bei der Tour wird ganz schön spät gegessen. Nach so einem langen Tag sind nicht nur die Rennfahrer ganz schön hungrig, sondern ich auch. Wir brauchen morgen alle Reserven für den Mont Ventoux. Neu, Milram Sylter. Im Norden gereift, würzig im Geschmack. Jetzt probieren. Der Sylter von Milram.